16:55 Minuten, ganz untypisch nach dem Auslaufen, die Durchsage vom Kapitän. Aber ich muss das bei Ihnen tatsächlich entschuldigen. Seit einigen Wochen dürfen wir das Typhoon nicht mehr betätigen, keine Durchsagen im Außenbereich mehr machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt hier nach dem Auslaufen, nachdem wir einmal sicher die Halbinsel Haisa umrundet haben, das ist der Bereich, den Sie jetzt wunderschön an der Steuerbordseite sehen, die ist etwas bessere Wohngegend hier in Aalesund. Ja, und die Halbinsel Haisa, die schließt dann entsprechend auch den inneren Teil des Hafens ab. Ja, und wir befinden uns jetzt im sogenannten Haisa-Fjord. Den befahren wir dann bis zur Lotsenstation. Wir werden also in wenigen Minuten noch den Lotsen abgeben. Das Ganze an der Steuerbordseite. Ja, und dieser Haisa-Fjord bei der Lotsenstation mündet dann auch in den sogenannten Paisund. Ja, und nachdem wir dann den Lotsen abgegeben haben, steuern wir ganz gut frei von der norwegischen Küstenlinie und gehen dann auf südliche Kurse. Das Ganze bis zur Skudnesfjord Lotsenstation. Und der Skudnesfjord ist auch gleichzeitig der Eingang nach Stavanger. Und dort übernehmen wir dann früh um 7:30 Uhr den Lotsen. Ja, und dann fahren wir auf nordöstlichen Kurs durch den sogenannten Boknafjord, dann auch später durch den Kvitsøyfjord bis nach Stavanger. Und wir werden aus jetziger Sicht den Liegeplatz entsprechend pünktlich erreichen. Ganz interessant für morgen, Sie sehen ja hier tatsächlich rechts und links die Sydmoralpen, also ja, tatsächlich die richtigen Fjorde. Und morgen wird es dann wieder etwas Scherenlandschaft geben, aber auf jeden Fall ab 8:30 Uhr auch rechts und links wieder sehr schöne Natur zu erleben. Und ja, auch die Einfahrt, die ist ganz interessant und imposant. Wir werden also morgen immer unser Schiff 180 Grad drehen und dann ja, ungefähr 3,5 Kilometer rückwärts fahren bis zu unserem Liegeplatz. Und diejenigen, die dann morgens sich ja, hinten platzieren, die müssen sich zunächst mal festhalten. Wir werden morgen recht starke Winde haben, aber tatsächlich gibt es da morgen auch einiges da zu sehen. Ja, ich hoffe, Sie haben auf jeden Fall auf Ihren Spaziergängtouren heute wunderbare Eindrücke dieser schönen Stadt und deren Umgebung einfangen können. Und das Wetter hat ja auch mitgespielt heute. Also ein durchaus toller Tag mit Sonnenschein und das Ganze bei höchsten Temperaturen sogar von 17 Grad Celsius. Also das hätten wir heute Morgen tatsächlich noch nicht gedacht. Ja, vielleicht noch eine kleine Information hier von der Brücke. Wir werden heute uns etwas näher an der Küstenlinie halten. Das bedeutet, wir haben recht hohe See, weniger hohe Wellen bei einer Periode von 9 Sekunden. Also nicht, dass das uns besonders stört, unsere große Agenda-Nova, aber das Ganze doch etwas ruhiger zu halten. Von der Nacht etwas näher an der Küstenlinie, sodass sie dann entsprechend auch eine ruhigere Nacht genießen können, aber wir werden durch Wetter auch sehr starke Winde haben. Das Ganze hat der Stärke 8 bis 9, auch wenn es jetzt noch nicht so ausschaut. Ja, die Yamane mit 275 Seemeilen, das sind 410 Kilometer circa bis nach Stavanger vom Liegeplatz hier in Aalesund bis nach Stavanger. Im Moment 10 Grad Celsius, die Seewassertemperatur bei 13 Grad, der Wind aus südöstlichen Richtungen derzeit der Stärke 1 bis 2. Und der Barometer, da schon mit 1005 Hektopascal, leicht steigend und die Luftfeuchte bei 50%. Den Sonnenuntergang, den erwarten wir heute für 18:16 Uhr und morgen früh schauen wir mal, ob die Sonne uns begrüßt um 8:20 Uhr. Ich habe noch ein bisschen andere Zeit, vielleicht oder für eine kleine Geschichte. Der Lotse geht ja in wenigen Minuten von Bord und zwar fragte mich ein junger Gastkapitän, was verstehst du unter einer Heuer? Und ich fand das ganz interessant. Also die
die Heuer. Das könnte ja vielleicht alle von Ihnen interessieren, die eingefleischten Kreuzfahrer und die mit der Seefahrt verbunden sind. Die wissen es natürlich, aber einige wissen es nicht. Und ich möchte das vielleicht gerne mal auch hier aufklären. Aber jetzt in der Schifffahrt versteht man unter einer Heuer den Lohn des Seemanns. Ja, und die Höhe der Bezahlung, die wird bei uns im sogenannten Heuervertrag festgeschrieben. Und ja, den schließt der Seemann dann mit der Reederei oder eben dem Vertreter des Reeders. Und das ist in dem Falle der Kapitän. Und das wissen auch die wenigsten vielleicht von Ihnen. Der Kapitän gehört hier nicht zu den Besatzungsmitgliedern. Der Kapitän ist hier der Vertreter des Reeders. Und damit hat er auch ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal hier an Bord eines Schiffes. Also nicht nur bei Reeder, sondern eben auch bei anderen Reedereien. Ja, und früher waren es mündliche Vereinbarungen zwischen Kapitän und dem Seemann, die sie dann getroffen haben. Heutzutage gilt natürlich auch im Bereich der Schifffahrt ein schriftlicher Vertrag als Basis für ein begründetes Arbeitsverhältnis. Aber wenn wir da vielleicht mal ganz kurz in die Vergangenheit schauen, das frühere Anheuern, also auf Zuruf ansprechen, das ist bis heute auch noch die Grundlage der Redensart von Heuern und auch Feuern. Ja, und letzteres, das kennen wir natürlich alle. Die beiden Worte, die knüpfen tatsächlich an Heuerverträge, die eben nur mündlich abgeschlossen wurden. Und naturgemäß waren die natürlich dann sehr leicht zu kündigen. Ja, und noch heutzutage halten leider Gottes viele Seeleute ihre Heuer in Form von Bargeld, allerdings natürlich nicht bei Ihnen, da wir den internationalen Tarifabschlüssen unterliegen. Was aber vielleicht immer noch von Bedeutung ist, in welcher Währung die Heuer bezahlt wird, und das insbesondere eben für Seeleute, welche aus Ländern mit einer ja, zwangsweisen Devisenbewirtschaftung stammen. Und die haben dann unter Umständen darunter zu leiden, dass der Umtausch der Heuer in eine andere Währung nur eben mit großen Einbußen möglich ist. Wie gesagt, nicht bei uns, aber eben tatsächlich auch generell in der maritimen Wirtschaft ist das Ganze noch zu finden. Ja, das ist ein kleiner Ausflug in den Begriff Heuer. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns tatsächlich heute Abend noch ja, bei der Auswahl der Tombola. Ich und der General Manager unserer Party und natürlich unser Entertainment Manager Tom. Wir werden also tatsächlich die Gewinner auswählen und das Ganze natürlich für Gruß und Help für unsere Schule auf Haiti. Ja, und wenn Sie Lust haben, dann können Sie tatsächlich auch noch einen kleinen Beitrag leisten und an unserer Tombola teilnehmen. Und ja, vielleicht mit etwas Glück sehen wir uns dann hier auf der Brücke. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend heute. Gute Unterhaltung und bis morgen früh. Ihr Kapitän Janauschek von der Brücke. Und jetzt gibt es auch das Typhoon und natürlich die Auslaufmelodie.
Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.